Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier bei iplay-tv.de. Bass Noir scheiß das Ganze. Und das Ganze werden wir uns jetzt einfach mal in voller Länge anschauen. Deshalb starten wir einfach mal das Spiel Bass Noir. Und starten da direkt einfach mal in den Challenge-Modus rein. Also, hoch und runter, Bremse mit Shift und so weiter. Also das sind hier, ja. Los geht's. Was kommt denn da? Ja. Der macht uns da alles kaputt. Ups. Das war natürlich falsch. Ui. Also ganz einfach eigentlich, das ist so ein bisschen... Oh! Muss ich Dinge auch am besten zerstören, ist besser als rüber zu springen. So. Also zerstören und nicht drüber springen. Ganz einfach. Und weiter geht's. Also jetzt haben wir hier einen roten. Den können wir natürlich nicht mit W machen, sondern mit einer anderen Taste. Mit dem wir nämlich drüber springen. Also Bass Noir ist so ein bisschen ein kleines, ja, Jump and Run kann man schon fast dazu sagen. Wir müssen 10 rote Steine überspringen. Wir sind gerade bei 7. Bei 9, der letzte hier. So, dann haben wir das auch geschafft. So, jetzt kommen die nächsten Steine. Das sind die Scorler. Da können wir unser Multiplizer hinzufügen, erhöhen. 25 Stück von den Dingern müssen wir sammeln. Und das machen wir jetzt einfach mal. Aber wirklich fast. Schade. Zack. So. Wow. Ja. Wir sind noch eingefangen. Oh, war mal gesprungen. Ups. Auch schon geschafft. Also Bass Noir ist wirklich ein einfaches Spiel. Jetzt haben wir hier tatsächlich mehrere Steine hintereinander. Das ist ein Mehrfach-Kombo. Dafür müssen wir 9 Stück machen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur laufen, außer wenn hier nicht ein roter Stein kommen würde. Die kommen nämlich auch ab und zu öfters hier.
So, da sind wir leider über die Kombo drüber gesprungen. Oh. Still jump for fast, jump split, also über die Klippen springen. Ist ja nicht so schwierig, über Klippen zu springen, ne? So, oi. Also das ist alles selbst aufbauend hier, eine weitere Klippe. Roter Stein. Klippe, oh, oh. Dann müssen wir ein bisschen wieder runtergehen. Rüberfliegen. So, jetzt kommt, hier müssen wir nämlich S oder Shift nutzen. Denn so geht es auf jeden Fall nicht. Ne, also, ne, ganz einfach. S oder Shift to break. So, ja. Ich weiß, wir müssen da drüber springen. Wow, wow. So. War schon knapp gerade. Also unterdurch geht nicht, man muss hochspringen, um die zu treffen. Das ist aktuell die Aufgabe des Zieles hier. Bass und Wash. Ah, schade. Nochmal. Zack. 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 Bau. Nochmal. Puh, ein Barbaton haben wir gerade bekommen. Ach, scheiße, muss ja schnell sein. Ach, Kacka. Nochmal. Eieieiei. So. Jetzt ist das Ding wirklich doch ein bisschen schwierig, muss man sagen. Nein, also schwierig ist es. Ah, warum habe ich denn gebremst, ich Dummdödel? Ich verstehe ich gerade nicht, aber egal. Das ist mir ein bisschen so riskant. Außer da müsste ich sowieso bremsen, aber ist egal. Ist hier besser. Uai. Oh, aber knapp. Ein roter Stein gerade? Also ich habe mich nicht als roten Stein erkannt. Aber okay. Kann auch sein, dass ich schon ein bisschen schlecht sehe.
ich habe den oberen Stein getroffen, aber dann auch den unteren Stein. Das ist schlecht. Wir müssen 20 Stück von den Dingern schaffen. Das ist schon ein bisschen schwierig, gerade. Vor allem, wenn ich nicht so ein bisschen Safety mache. Wenn ich schon ein bisschen hier wirklich hart spiele. Nein, das war falsch. Eieiei. Da war ich so gut gerade. So gut. So gut. Aber dann war ich so blöd. Da war gut. Eieiei. Weiter geht's. Bastion Rush. Gibt's auf Steam? Nee, gibt's gar nicht auf Steam. Könnt ihr euch bei uns auch runterladen. Auf unserer Seite ebay.de. Da gibt's den Download dafür. Natürlich alles kostenlos. Kann man verstecken, kosten, etc. pp. Wow, wow, way, yay, wow. So. Puh. Schon ein bisschen anstrengend an der Seite. So, Slide Stop mit A und D. Da können wir dann hier unsere...